Wie kaum eine andere Neuentwicklung symbolisiert die Mercedes-Benz A-Klasse den Vorstoß in ein neues Marktsegment. Als Aushängeschild der Mercedes-Benz-Produktoffensive vereint die kompakte Allround-Limousine geringe Außenabmessungen mit maximaler Raumökonomie. Entsprechend groß sind die Erwartungen an den kleinen Mercedes, der im Herbst 1997 seine Weltpremiere feiert. Kurz nach der Präsentation geschieht jedoch das Unerwartete. Am 21. Oktober 1997 wird die A-Klasse in Schweden dem sogenannten Elchtest unterzogen. Der Extremvariante, bei hoher Geschwindigkeit und voller Beladung, kann der Kleine nicht standhalten und kippt um. Das misslungene Fahrmanöver sorgt wochenlang für weltweiten Medienrummel und kratzt zunächst mächtig am Image der Stuttgarter Autobauer. Den Erfolg der A-Klasse kann der Sturz trotzdem nicht aufhalten. Aus der Krise geht die nämlich buchstäblich gestärkt hervor. Dafür sorgen unter anderem das elektronische Stabilitätsprogramm ESP, die Antriebsschlupfregelung ASR und der Bremsassistent BAS bei der A-Klasse fortan Serienausstattung. Zugeschnitten auf die speziellen Anforderungen der neuen Fahrzeugklasse sind auch Karosserie- und Sicherheitskonzepte. Das eigens entwickelte 5-Gang-Schaltgetriebe zum Beispiel wiegt gerade mal 32 Kilogramm. Die Abmessungen und die Einbaulage der Motoren machen den Griff in den Baukasten unmöglich. So geht die A-Klasse mit zwei völlig neu konstruierten Vierzylinder-Triebwerken ins Rennen. Verfügbar sind zunächst zwei Turbodiesel sowie zwei Ottomotoren mit 280 bzw. 102 PS. Die Vorsitzanlage und der montierbare Beifahrersitz machen den kleinen Mercedes zum Verwandlungskünstler. Sage und schreibe 72 verschiedene Sitzvariationen garantieren Flexibilität in allen Lebenslagen. Selbst in Sachen Ladevolumen ist der Kleine fein raus. Je nach Position der Vorsitze umfasst der Gepäckraum zwischen 390 und 1340 Liter. Mehr passt in manchen großen. Zeichen setzt die intern W168 genannte A-Klasse besonders in Sachen Sicherheit. Zahlreiche Crashtests belegen eindrucksvoll, dass auch ein kompaktes Fahrzeug mit kurzen Deformationswegen ein hohes Sicherheitsniveau erreichen kann. Möglich macht es das neuartige Sandwich-Konzept der Karosserie. Der Fahrgastraum nimmt den oberen Bereich ein, während die Antriebsaggregate schräg vor und unter dem Zwischenboden angeordnet sind. Beim Frontalaufprall gleitet die Antriebseinheit unter die Fahrgastzelle und stellt somit für die Insassen kein Verletzungsrisiko dar. 1999 erweitert ein 125 PS starker 1,9 Liter Motor das Angebot. Dem A190 ermöglicht er eine Spitzengeschwindigkeit von fast 200 km/h, die von 4 Scheibenbremsen abgestoppt wird. Zu verdanken haben sportliche A-Klasse-Freunde dieses Spitzenmodell einer sprichwörtlich zündenden Idee. Am 14. November 1998 bekommen der frisch gebackene Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen und sein Teamkollege David Coulthard einen Dienstwagen der besonderen Art, den A190 Twin. Seine zwei 1,9 Liter Motoren mobilisieren zusammen 250 PS und katapultieren den kleinen Sprinter von 0 auf 100 in 5,7 Sekunden. Ein umfangreiches Modellpflegepaket kommt der A-Klasse im Februar 2001 zugute. Eine neu gestaltete Frontpartie verstärkt den optischen Auftritt. Im Innenraum kommen hochwertige Materialien aus der S-Klasse zum Einsatz. Bestmöglichen Seitenschutz bieten erstmals sogenannte Window Bags. Zeitgleich wird eine um 170 mm verlängerte Version angeboten, die vor allem eine verbesserte Stabilität auszeichnet.
Eine Top-Version, der 2002 präsentierte A210 Evolution, leistet 140 PS und zeichnet sich durch eine besonders sportliche Innenausstattung aus. Alles in allem verkauft sich die A-Klasse 1,1 Millionen Mal. Ja. Boris, why don't you finally buy a new car? I won't tell you. Diese Erfolgsgeschichte schreibt ab September 2004 das Nachfolgemodell weiter. Keine Frage, bei diesem Auto steht das A wohl auch für A wie außergewöhnlich. Und das in jeder Beziehung. Kulta, liukasta vai?